Hallo, meine werte Community, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit einem neuen Video. Leute, ich bin wieder da für euch mit einer gruseligen Geschichte. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht, dass ihr ein schönes Wochenende hattet und gut in die neue Woche gestartet seid. Ansonsten, Leute, ihr wart mal wieder sauverrückt. Es ist gerade mal 2 Tage her und wir haben schon insgesamt 40 Euro an Thanks Donations gesammelt. Vielen, vielen Dank. Küsschen gehen raus, ihr seid wirklich, wirklich der Wahnsinn. Mir fehlen fast die Worte und ja, Leute, vielen, vielen Dank für diesen krassen Support. Ansonsten habe ich nicht so viel zu sagen, hoffe sehr, dass es euch gefällt, also die Geschichte. Und ja, Leute, drückt wie immer die Däumchen nach oben, lasst einen Kommentar da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten labere ich euch auch nicht mehr voll. Wir sehen uns in den Kommentaren, wenn ich mal wieder alles beantworte. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte! Wir hören es jede Nacht um 0:01 Uhr, das Geräusch eines Hubschraubers, der eine Stunde lang über jedem Haus in unserer Straße kreist. Das passiert schon seit 3 Jahren immer wieder. Niemand hat ihn je gesehen, denn wir haben zu viel Angst, um nachzusehen. Um 0:01 Uhr hören wir ihn sofort, aber da wir in der Mitte der Straße wohnen, ist das Geräusch gegen Ende weit weg. Das gibt unserem Vater die Gelegenheit, die Metallplatten, die er von der Arbeit mitgebracht hat, in die Fenster zu stellen. Er brachte sie am Tag, nachdem es anfing, nach Hause. Ich weiß noch, wie er nach Hause kam und mich ihm helfen ließ, diese Metallstücke einzubauen, die so zugeschnitten waren, dass sie perfekt in das Fenster passten. Da wir in der Nähe des Endes der Straße wohnen, haben wir so auch die Möglichkeit, uns irgendwo zu verstecken. Wir sind uns nicht ganz sicher, warum wir uns verstecken, weil wir immer noch nicht wirklich wissen, ob dieses Ding eine Bedrohung für uns ist. Ich war 12, als es das erste Mal passierte. Mein Bruder war 10 und meine Schwester war 7. Es war ein Freitagabend und zuerst dachten wir, es sei ein ganz normaler Hubschrauber, den man hört. Wir alle waren schon immer von Flugzeugen und Hubschraubern fasziniert und haben immer zugesehen, wenn sie vorbeiflogen. Als wir ihn das erste Mal hörten, rannten wir alle zum Fenster, um ihn zu sehen. Er war gedämpft, was darauf hindeutete, dass er sich immer noch am anderen Ende der Straße befand, aber wir hätten ihn trotzdem sehen können. In dem Moment, als wir es sahen, passierte etwas Seltsames. Das Erste, was wir bemerkten, war, dass wir es nicht wirklich sahen. Es gab keine Lichter oder irgendetwas. Eine andere Sache, die ich seltsam fand, war, dass wir, als wir aus dem Fenster schauten, kein Geräusch hörten. Und nicht nur kein Geräusch vom Hubschrauber, sondern überhaupt kein Geräusch. Keine Grillen oder andere nächtliche Geräusche, es war einfach nur tote Luft. Als wir uns jedoch vom Fenster entfernten, konnten wir es wieder hören. Meinem Vater ist es auch aufgefallen und deshalb versuchen wir auch nicht mehr, ihn zu sehen. Wir finden es alle sehr seltsam. Es hält uns alle davon ab, früh zu schlafen. Wir haben zu viel Angst, um früh schlafen zu gehen. Irgendetwas hält uns nur wach, um den Hubschrauber zu hören. Nicht, dass meine Eltern darüber glücklich wären. Sie haben versucht, uns zu sagen, dass wir früh ins Bett gehen sollen, aber sobald es später am Tag wird, denken wir nicht mehr an Schlaf und müssen wach bleiben. Ich weiß nicht, ob es eine Hypnose, Faszination oder Besessenheit ist. Es umkreist jedes Haus 2-mal, bevor es zum nächsten Haus weiterzieht. Wir wissen das, weil unsere Nachbarn alle das Gleiche hören wie wir. Für uns beginnt es gedämpft, aber es wird immer lauter, bis es unser Haus erreicht. Wir wissen, dass es unser Haus erreicht hat, weil es seine maximale Lautstärke erreicht hat und das Haus zu vibrieren beginnt. Wir wissen, wenn es weiterzieht, weil die Vibrationen aufhören. Alle unsere Nachbarn erzählen eine ähnliche Geschichte, natürlich mit Ausnahme von den Weihraus, den Wagners und den Dans, die ersten Häuser in der Straße sind. Sie hören es zuerst sofort laut, dann wird es dumpfer. Wir hatten ein Standardverfahren und es hat funktioniert. Ich bin jetzt 15, mein Bruder ist 13 und meine Schwester ist 10. Wenn die Uhr 23:30 schlägt, rennt meine Schwester Jessica zu mir rüber und sie bleibt bei mir, bis der Hubschrauber wegfliegt. Sie und ich haben uns immer nahe gestanden, deshalb fühlt sie sich sicher, wenn sie bei mir ist. Wir sind gegenüber der ganzen Sache irgendwie desensibilisiert. Natürlich haben wir immer noch ein leichtes Unbehagen wegen der Unklarheit der Situation, aber es macht uns nicht mehr nervös. Es ist jetzt wie eine tägliche Routine, es ist immer der gleiche Ablauf. Wir helfen Papa beim Aufhängen der Bleche, schalten alle Lichter aus, vergewissern uns, dass die Türen verschlossen sind, begeben uns an unseren sicheren Ort und warten bis 1 Uhr nachts. 3 Jahre lang haben wir das so gemacht und alles war gut. Bis zu einer Nacht, in der die Routine unterbrochen wurde. Der Tag verlief wie immer, wir standen alle auf und gingen zur Schule.
Da meine Schulstunden früher zu Ende waren als die von Jessica und Ben, ging ich zu ihrer Schule und holte sie ab. Und wir gingen alle nach Hause. Wir hielten an, um mit den Nachbarn zu reden, denn wir kannten uns alle. Die Wagners hatten wir allerdings nicht gesehen, weil sie nicht in der Stadt waren. Mein Freund Alex kam aus seinem Haus und rannte an den Zaun, als wir vorbeigingen. »Was ist denn hier los?«, fragte Alex, als er sich auf mich zubewegte. Alex und ich sind Freunde, seit wir in der ersten Klasse waren. Nichts Besonderes. Das gleiche alte Zeug. Warum eigentlich?« »Sag mal, kann ich bei dir schlafen? Ich meine, es ist Freitag.« »Ja, warum nicht? Komm, lass uns gehen.« Alex ging zurück in sein Haus, um seine Sachen zu holen. Er kam mit seiner kleinen Schwester Missy wieder heraus. Missy und Jessica sind beste Freunde. Als wir nach Hause kamen, fragte ich meine Eltern, ob Alex und Missy über Nacht bleiben könnten. Meine Eltern sagten immer ja, weil sie Alex und Missy liebten. Außerdem waren die Eltern von den beiden die engsten Freunde unserer Eltern. Es hat sich nichts geändert. Es ist ja nicht so, als hätten sie den Hubschrauber noch nie gehört. Sie wohnen 6 Häuser weiter. Sie haben einen ähnlichen Tagesablauf wie wir. Und sie kannten unsere Routine auswendig. Also fühlte sich nichts anders an. Die Mädchen rannten in Jessicas Zimmer. Mein Bruder Ben holte sich etwas aus dem Kühlschrank und setzte sich ins Wohnzimmer, während Alex und ich in den Keller gingen, da wir dort ein besseres Spielzimmer hatten. Ein paar Stunden später ging ich nach oben, um uns etwas zu essen und zu trinken zu holen, und bemerkte, dass die Sonne schon unterging. Ich schaute auf die Uhr, 20.10 Uhr. Dann ging ich zurück nach unten zu Alex. »Ja, noch 3 Stunden und 51 Minuten«, sagte ich, während ich Alex eine Trinkflasche reichte. »Du meinst wohl, bis der Spaß beginnt«, erwiderte Alex mit einem Kichern. »Ja, so können wir es auch nennen.« Wir spielten weiter, bis wir hörten, wie die Kellertür geöffnet wurde. Jessica und Missy kamen heruntergerannt. Jessica setzte sich neben mich, während Missy sich neben Alex setzte. »Huh, schon 23.30 Uhr?« Jessica und Missy antworteten stumm mit einem einfachen Kopfnicken. Alex und ich spielten weiter PS4 und ich behielt die Uhr im Auge. Als es 23.55 Uhr war, stand ich auf, um die PS4 auszuschalten, und klemmte die Bleche an die Stelle der Fenster. Dann hörte ich, wie die Kellertür wieder aufging. »Ihr Kinder solltet nach oben kommen«, hörte ich meinen Vater sagen. »Okay, wir kommen.« Wir gingen alle nach oben. Ich schaltete das Kellerlicht aus und schloss die Tür hinter mir. Wir durchsuchten das Haus, schalteten alle Lichter aus und verriegelten alle Fenster. Wir begannen im Obergeschoss und gingen dann nach unten. Die Kellerfenster waren bereits abgedeckt und ich hatte das Licht bereits ausgeschaltet. Ich war gerade dabei, meinen Vater zu fragen, wo das Metall für die Fenster im Wohnzimmer und in der Küche war, als wir es hörten. Das ferne Geräusch des Hubschraubers. Schnell stellten wir die Bleche vor die Fenster und schalteten das Licht aus. Jessica rannte herüber und nahm meine Hand. Wir liefen alle zu unserem kleinen, sicheren Raum unter der Treppe. Zu Beginn schien alles normal zu sein. Der Hubschrauber wurde bei jedem Haus ein bisschen lauter. Ich dachte mir, ich lehne mich einfach zurück und entspanne mich für die nächste Stunde oder so. Es würde noch 30 Minuten dauern, bis er unser Haus erreichte. Wir saßen eine Weile da und unterhielten uns mit Jessica, die direkt neben mir saß. Fast 25 Minuten später hörten wir den Hubschrauber lauter werden, aber über dem Geräusch des Hubschraubers hörten wir es. Einen Mann, und es hörte sich so an, als würde er schreien. Normalerweise hatten wir noch nie jemanden in der Nachbarschaft schreien hören, geschweige denn jetzt, wo der Hubschrauber draußen war. Mein Vater wollte nachsehen, was los war. »Papa, bist du bescheuert? Was machst du da?«, sagte ich und starrte ihn mit einem entsetzten Gesichtsausdruck an. »Ja, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.« Mein Bruder Ben gab seinen Senf dazu, meine Aussage zu stärken. »Ganz ruhig, ich will nur sehen, wer das sein könnte.« Ich konnte ihn nicht alleine gehen lassen, also bin ich auch aufgestanden. »Nein, geh nicht«, sagte Jessica, während sich Tränen in ihren Augen sammelten. »Jessica, bleib einfach hier. Geh nicht weiter. Ich will nur sehen, was Papa macht.« Im nächsten Moment ging ich hinaus und sah, wie mein Vater sich langsam zum Fenster bewegte. Ich ging hinter ihm her und er zeigte auf die andere Seite des Blechs. Wir hielten es fest. »Papa, bist du dir da sicher?« »Ja, nur für eine kurze Sekunde.«
Ich zögerte, aber wir zogen das Blech ab. Wir sahen einen Mann. Er stand mit geneigtem Kopf da und winkte. Wir standen verwirrt da und waren dabei, das Blech wieder ins Fenster zu schieben, als plötzlich ein Scheinwerfer auf den Mann gerichtet wurde und wir den Hubschrauber hörten. Auch das Haus begann zu vibrieren. Aber was uns am meisten erschreckte, war, dass der Scheinwerfer zeigte, dass der Mann Herr Wagner war. Aus seinen Augen floss Blut und er lächelte. Joseph, was machst du da? Mein Vater schrie. Papa! Rief ich. Er rührte sich nicht. Ich schnappte mir das Blech und stellte es wieder an das Fenster. Dann sah ich meinen Vater an. Warum konnten wir den Hubschrauber noch hören? Wir haben doch aus dem Fenster geschaut. Weil er uns dieses Mal etwas zu zeigen hatte. Ich dachte, sie wäre nicht mehr in der Stadt. Das dachte ich auch, denn ich habe sie seit Tagen nicht mehr gesehen. Was zum Teufel ist mit ihm los? Wir konnten den Hubschrauber immer noch hören und Joseph fing wieder an zu schreien. Wir hatten den Hubschrauber noch lauter als zuvor. Papa, er landet! Mein Vater und ich traten einen Schritt zurück und dann hörten wir ein klickendes Geräusch. Es war schwer zu beschreiben. Es war kein Klicken, wie man es von einer Heizung oder so hört. Es war wie das Geräusch, das Menschen mit ihrer Zunge machen, nur lauter und schneller. Und dann hörten wir noch ein anderes Geräusch, von dem ich bald herausfand, was es war. Papa, da klettert etwas an unserem Haus hoch. Dann hörten wir alle paar Sekunden Glas zerbrechen. Irgendetwas zerbricht unsere Fenster. Wir rannten zum Schrank und sagten allen, sie sollten drinnen bleiben und keinen Lärm machen. Und wir schlossen ihn ab. Mein Vater und ich rannten dann in den Keller, weil wir dachten, wir könnten vielleicht einen Blick auf den Hubschrauber werfen. Als wir die Metallplatte bewegten, sahen wir nichts. Wir sahen uns gegenseitig verwirrt an. Sobald wir das Blech wieder ins Fenster stellten, hörten wir es wieder. Dann hörten wir, wie etwas auf unseren Gehweg schlug. Es klang wie ein Metallsplitter, der auf dem Boden aufschlug. Und da merkten wir, dass etwas gerade eines der Bleche aus einem der Fenster gerissen hatte. Jemand ist in unserem Haus! Wir gingen mit einer Taschenlampe und einigen Metallrohren, die wir gefunden hatten, die Treppe hinauf. Als wir auf den Schrank zusteuerten, sahen wir etwas die Treppe hinunterkommen. Es war eine sehr dünne und schlaksige Kreatur. Es war so breit wie die Treppe und sehr groß, aber als es am Fuß der Treppe ankam, verwandelte es sich plötzlich wieder in Joseph Wagner. Schnell duckten wir uns hinter die Wand und gingen in einen kleinen Abstellraum. Wir saßen dort für gefühlte 10 Minuten, aber es waren nur 30 Sekunden, als etwas langsam um die Wand herum und hinüber zum Schrank kam. Es ging langsam vorbei und machte etwa alle 3 Sekunden einen Schritt. Seine Schritte hörten sich schwer an, als ob ein Betonklotz an seinen Fuß gebunden wäre. Es blieb direkt vor dem Schrank stehen und stand einfach da. Wir sahen, wie ihm Speichel aus dem Mund tropfte und hörten sein schweres Atmen. Schließlich drehte es sich um und ging weg. Wir dachten, es sei weg, also verließen wir den Schrank und versuchten, zurück zur Treppe zu gelangen. Uns fiel auf, dass die Eingangstür offen war, also konnte dieses Ding, was immer es auch war, Türen aufschließen und öffnen. Wir sahen auch den Scheinwerfer des Hubschraubers hereinscheinen. Plötzlich hörten wir einen lauten, unmenschlichen Schrei. Stellt euch das Geräusch eines Außerirdischen vor, das ihr in einem Videospiel hört, wenn er euch entdeckt. Ähnlich dem Geräusch, das die Käfer in Resident Evil 4 machen. Wir gingen schnell, aber leise zurück an den Platz unter der Treppe. Die Kreatur kam zurück ins Haus gerannt und warf alles um. Es hatte einen Anfall, aber wir blieben einfach ruhig. Ich hielt Jessica fest und wir hörten zu, wie dieses Ding unser Haus verwüstete und hörten auch noch den Hubschrauber. Schließlich ging es direkt an der Tür zur Treppe vorbei und blieb stehen. Ich konnte sein gedämpftes Atmen hören. Der Fußboden knarrte und wir sahen uns alle ängstlich an, als dieses Ding, was auch immer es war, das tat, was ich hoffte, dass es nicht tun würde. Es fing an, gegen die Tür zu hämmern. Zu unserem Glück blieben alle ruhig und niemand schrie. Dieses Ding hämmerte einfach weiter gegen die Tür. Die Tür würde nicht mehr viel aushalten. Da hatte ich eine Idee. Mein Radio oben in meinem Zimmer war immer an. Also nahm ich mein Handy und schaltete mein Bluetooth ein. Es verband sich mit meinem Telefon und ich drehte die Lautstärke meines Handys auf Maximum und spielte Musik. Wir hörten es von unten. Das Klopfen hörte auf und das Wesen rannte die Treppe hinauf. Ich nutzte die Gelegenheit, um hinauszulaufen und zu versuchen, dieses Ding aus dem Haus zu bekommen. Dann rannte ich zur Treppe und schaltete die Musik aus. Ich fing an zu schreien und an die Wand zu hämmern. Es kam langsam in mein Blickfeld und es war wieder Joseph. Er lächelte und winkte.
Als ich erneut losrannte, hörte ich die Kreatur wieder schreien. Ich rannte und versteckte mich hinter der Eingangstür in der Hoffnung, dass es dachte, ich sei nach draußen gelaufen. Zum Glück tat es das und rannte auch nach draußen. Ich schloss und verriegelte die Tür und ging rückwärts. In dem Augenblick dachte ich, es sei vorbei, als ich plötzlich ein lautes Krachen hörte. Das Ding krachte durch das Blech an einem der Fenster im Wohnzimmer. Ich fiel zu Boden und versuchte nach draußen zu sehen, aber alles, was ich sah, war ein helles Scheinwerferlicht. Den Hubschrauber konnte ich nicht sehen. Die Kreatur kam langsam auf mich zu und beugte sich direkt zu mir vor. Es holte tief Luft und fing wieder an zu schreien, aber dann hörte ich einen lauten Alarm. Fast wie ein lauter Feueralarm. Die Kreatur sah sich um und sprang aus dem Fenster. Ich schaute auf mein Handy. 1 Uhr. Dann bin ich aufgestanden und habe das Blech wieder ins Fenster gelehnt, als mein Vater herausgestürmt kam. Wir hörten den Hubschrauber wegfliegen, aber es war nicht wie sonst. Er wurde nicht allmählich leiser. Es klang einfach so, als würde er schnell wegfliegen. Ich lehnte mich an die Wand und rutschte herunter, um mich zu setzen. Alle anderen kamen heraus und liefen zu mir, und ich erzählte ihnen, was passiert war. Wir holten das Blech von draußen und setzten es an das Fenster im 1. Stock. Es war in Jessicas Zimmer, also schlief sie in meinem Zimmer. Am nächsten Morgen sind wir alle aufgewacht und haben gefrühstückt. Mein Vater kam nach Hause und rief mich zu sich. Wir gingen nach draußen und redeten. Wir versuchten herauszufinden, was passiert war. Wir kamen darauf, dass Joseph beschlossen haben muss, sich den Hubschrauber anzusehen. Als er merkte, dass alles still wurde und er ihn nicht sehen konnte, muss er nach draußen gegangen sein und nach oben geschaut haben. Und vielleicht war das der Auslöser. Was auch immer er gesehen hat, hat ihn in eine Art gestaltwandelndes Wesen verwandelt. Das Schreien war ein Trick, um uns dazu zu bringen, nach draußen zu schauen, damit Joseph kommen und uns holen konnte. Wir stellten auch die Theorie auf, dass sie sich in Joseph verwandelte, wenn er vermutete, dass wir ihn sehen würden. Aber immer wenn er alarmiert war und uns verfolgte oder nach uns suchte, war er die Kreatur. In dieser Nacht machten wir uns für unsere Routine bereit, aber wir hatten den Hubschrauber nicht. In der nächsten und übernächsten Nacht war es dasselbe. Alex hörte ihn auch nicht und auch keiner der anderen Nachbarn. 2 Wochen vergingen und wir hörten ihn immer noch nicht. Wir ließen die Fenster reparieren und konnten nun endlich zu einer normalen Zeit schlafen gehen. Ich stellte die Theorie auf, dass der Hubschrauber seine Runde über die Straße nicht beendet hatte, denn er hielt bei unserem Haus an. Deshalb ging der Alarm um 1 Uhr los. Der Hubschrauber war immer noch auf der Straße und er flog einfach weg, ohne seinen Zyklus zu beenden. Nach einem Jahr ist der Hubschrauber nie wieder aufgetaucht und die Nachbarschaft hat sich wieder normalisiert. Eines Tages kam mein Vater von der Arbeit nach Hause und hatte zufällig etwas herausgefunden. Ein Arbeitskollege von ihm hat früher für die SCP Foundation gearbeitet. Dieser erzählte ihm in Vertrauen, dass er aus seinen engsten Kreisen mitbekommen hat, dass vor etwa mehr als einem Jahr eine Gestalt aus einem der Labore ausgebrochen ist. Leider kann ich nicht sagen, ob das stimmt und ob es etwas mit der Kreatur von vor einem Jahr auf sich hat, aber sollte dies der Fall sein, dann habe ich nur eine Warnung für euch. Wenn ihr nachts einen Helikopter seht, schließt die Tür ab, denn das Ding könnte immer noch unterwegs und auf der Suche nach seinem nächsten Opfer sein. Seid also vorsichtig.